Dieses neue Konzept des Personenstandes, zu dem wir in der letzten Folge gelangt sind, unterscheidet sich grundlegend vom amerikanischen Volk. Es ist der Beginn eines neuen Projekts, des Dekolonialisierungsprojekts, das die inhärenten Widersprüche des siedlerkolonialen Projekts auflösen wird. Wie das siedlerkoloniale Projekt schreitet auch das dekoloniale Projekt in drei Phasen voran. Die erste Phase, Anerkennung, Ablehnung und Konsolidierung, besteht darin, dass das revolutionäre Proletariat der unterdrückten Nationen innerhalb des siedlerkolonialen Rahmens ihre gegenseitige Unterdrückung erkennt und beginnt, sich zusammenzuschließen. Sie tun dies, indem sie diesen neuen, im Klassenkampf verwurzelten Personenstand annehmen und den Amerikanismus, die Vorherrschaft der siedlerkolonialen Nationen über das Land, die Wirtschaft und die Kultur der Unterdrückten, ablehnen. Dieses neue Selbstverständnis vereint diese unterdrückten Nationalitäten unter einem neuen Banner, dem der gemeinsamen Befreiung des Proletariats vom Siedlerkolonialismus und kapitalistischer Unterdrückung. Sie lehnt alle falschen Formen der Befreiung ab. Reformismus, Gradualismus, Elektoralismus, Pazifismus, bürgerliche Intersektionalität, Assimilierung und Apartheid. Durch diesen Prozess wird der dekoloniale Kampf als revolutionärer proletarischer Kampf vereint. Er beschönigt nicht die Spaltungen der Arbeiterklasse, wie Rasse, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Geburtsort und andere Identitätsmerkmale, sondern versucht, sie im Widerstand gegen den Kapitalismus und Siedlerkolonialismus zu vereinen, eine proletarische Intersektionalität. Die Anerkennung unterdrückerischer Systeme, die Ablehnung von Amerikanismus und falschen Wegen zur Befreiung und die Zusammenführung einiger Sektoren der Arbeiterklasse zu einer einzig revolutionären Bewegung ist die erste Phase des Dekolonialisierungsprojekts. Der theoretische Rahmen, der am besten geeignet ist, das dekoloniale Projekt zu leiten, ist die höchste Stufe des Marxismus, der Marxismus-Leninismus-Maoismus, da er das Modell liefert, wie man die Einheit der Partei mit den Massen erreicht, wie man die Widersprüche innerhalb der Gesellschaft am besten analysiert, wie man die in der Gesellschaft vorhandenen Unterdrückungssysteme quantifiziert und erklärt, wie man dieses Wissen in der Praxis anwendet, um das dekoloniale Projekt voranzubringen. Man könnte fälschlicherweise annehmen, dass der Aufruf zur Einheit der Arbeiterklasse ein Aufruf zur Assimilierung ist. Doch das ist ein Irrtum, denn Assimilierung erfordert die Auslöschung der Nationalität. Klassensolidarität erfordert keine derartige Auslöschung. Sie befasst sich mit dem Aufbau von Solidarität unter der Arbeiterklasse, die gegen Kapitalismus und Siedlerkolonialismus vereint ist. Klassenbande gehen über die Nation, das Geschlecht und die Identität hinaus und treffen den Kern der materiellen Realität, der Produktion und unserer Beziehung zu ihr. Kultur und Nation bleiben bestehen, werden aber auch durch ein neues proletarisches Bewusstsein wiedergeboren, das an die Stelle der bürgerlichen Vorstellungen von Nationalstolz tritt. Ein Bewusstsein, das frei von Chauvinismus ist und in dem alle unterdrückten Nationen in einem gemeinsamen Kampf gegen das siedlerkoloniale Projekt vereint sind. Die erste und wichtigste Etappe des dekolonialen Projekts wird ein enormes Maß an Anstrengung, Kommunikation und Engagement erfordern. Anstatt uns auf akademische Studienzirkel und Online-Klicken zu beschränken, müssen wir mit den unterdrückten und vertriebenen Nationen innerhalb des siedlerkolonialen Rahmens in Kontakt treten. Umfang und Ausmaß dieses nationalen Befreiungsprojekts müssen sorgfältig geprüft werden. Und bevor irgendeine Aktion in Erwägung gezogen wird, muss ein gründliches Verständnis der historischen und materiellen Bedingungen jeder unterdrückten Nation vorhanden sein. Die revolutionäre Arbeiterklasse dieser unterdrückten Nation muss mobilisiert und ermutigt werden, ihre nationalen Bedingungen durch die theoretische Brille des Maoismus zu betrachten. Der Siedlerchauvinismus muss innerhalb der revolutionären Bewegung bekämpft werden und mit dem Kampf der revolutionären Linie gegen Revisionismus und Reaktion einhergehen, während eine Massenlinie aufgebaut und aufrechterhalten wird. Diese Methodik wird alle Überreste der kleinbürgerlichen Intelligenzia und des Siedlerbewusstseins, die Avantgarde möglicherweise enthält, ausmerzen. Weiße Genossen müssen sich ihrer gesellschaftlichen Privilegien bewusst werden. Und nicht weiße einheimische und vertriebene Genossen müssen ermutigt werden, sich zu Wort zu melden und eine aktive und dominante Rolle in Führungs- und Parteifunktionen zu übernehmen. Es muss auch darauf geachtet werden, dass die Linie der Partei in erster Linie revolutionär und proletarisch bleibt und die revolutionäre Linie beibehalten wird, anstatt das Eindringen vor Revisionismus, Siedlerchauvinismus und bürgerlichem Identitätsopportunismus zuzulassen. Wir werden in der nächsten Folge mehr über den bürgerlichen Identitätsopportunismus diskutieren, aber die wichtige Lektion hier ist, dass nicht weiße Revisionisten versuchen können, ihre Identität auf opportunistische Weise zu nutzen, um revolutionäre Stimmen zum Schweigen zu bringen. Dies ist eine gängige Methode, mit der das revolutionäre und dekoloniale Projekt von der Opposition zum Schweigen gebracht wird.
Klassenspaltungen werden als Waffe eingesetzt, um den Interessen der Bourgeoisie zu dienen, anstatt sie in einen Kontext zu stellen und auf den Kampf gegen die Bourgeoisie auszurichten. Die zweite Phase des dekolonialen Projekts ist die Phase des Widerstands und der Etablierung. Aus offensichtlichen Gründen muss die Beschreibung dieser Phase kurz gehalten werden. Aus diesem Grund werden wir stattdessen das Konzept einer neuen demokratischen Einheitsfront diskutieren. Diese demokratische Front wird eine Reihe von Massenorganisationen sein, die sich unter dem Dach der Partei für die Befreiung der unterdrückten Nationalitäten innerhalb des siedlerkolonialen Systems zusammenschließen, mit dem Ziel, die alte siedlerkoloniale Gesellschaft durch eine Reihe von neuen demokratischen Staaten zu ersetzen, in denen jede unterdrückte Nation das Recht auf Selbstbestimmung haben wird. Der überirdische legale Kampf wird Massenorganisationen vielerlei Art umfassen. Von Gewerkschaften bis hin zu Organisationen, die verschiedene unterdrückte Identitäten vertreten. Bauernorganisationen, Jugendligen, Wohnungsbauorganisationen, LGBT-Organisationen und Organisationen für alle unterdrückten Nationalitäten sind Beispiele für die Bestandteile dieser vereinigten neuen demokratischen Front. Diese Front wird der Revolution durch Agitation und direkte Aktion auf einer legalen Grundlage dienen, um den bürgerlichen Siedlerkolonialstaat herauszufordern. Diese neue demokratische Front wird für die Befreiung aller unterdrückten Nationalitäten unter der siedlerkolonialen Struktur stehen und wird daher eine Reihe von nationalen demokratischen Bewegungen sein, die in einer einzigen Front der nationalen Befreiung vereint sind. Die dritte Stufe ist die Befreiung und Wiedergeburt. Diese Phase tritt ein, wenn der alte bürgerliche siedlerkoloniale Staat beseitigt und entweder durch einen einzigen neuen demokratischen Staat oder eine Vielzahl von Staaten ersetzt worden ist, der die Gleichheit und das Selbstbestimmungsrecht aller unter der vorherigen Struktur unterdrückten Nationalitäten anerkennt und gleichzeitig die Diktatur der Bourgeoisie durch eine Diktatur des Proletariats ersetzt. Diese Befreiung wird eine doppelte Befreiung sein, die Befreiung vom kapitalistischen Projekt und die Befreiung vom kolonialen Siedlerprojekt, da sich beide gegenseitig verstärken. Dies wird der Beginn des neuen demokratischen Projekts sein und mit der Fortsetzung des dekolonialen Projekts einhergehen. Die Grenzen werden neu gezogen werden. Es wird notwendig sein, das nationale Bewusstsein zu reformieren und mit proletarischem Bewusstsein zu durchdringen, um die unter dem siedlerkolonialen Projekt unterdrückten nationalen Identitäten wiederherzustellen und zu verjüngen. Diese neuen Formen der nationalen Identität werden in Kontinuität mit den alten stehen, aber auch mit ihnen brechen, und zwar in Form einer neuen Anerkennung einer gemeinsamen proletarischen Einheit. Ob sich diese Einheit als eine Reihe verbündeter proletarischer Nationalstaaten oder als eine Vereinigung proletarischer Volksrepubliken unter einem einzigen revolutionären Banner manifestiert, kann nur die Zukunft zeigen. Unabhängig davon, wie sich dies manifestieren wird, wird es nicht nur eine wirtschaftliche Revolution geben, sondern auch eine kulturelle Revolution. Im Zuge der wirtschaftlichen Entkolonialisierung werden die Produktionsmittel kollektiviert und verstaatlicht, unter das kollektive Eigentum des Proletariats gestellt und der Staatsapparat zur Bekämpfung der bürgerlichen und siedlerkolonialen Überreste eingesetzt. Wie bei anderen sozialistischen Projekten, die aus kolonialen Verhältnissen hervorgegangen sind, kann es notwendig sein, kapitalistische Elemente in eine neue demokratische Formation einzubringen, um die Produktivkräfte nach sozialistischen Grundsätzen aufzubauen. Die Kulturrevolution wird die revolutionären Massen der Arbeiterklasse dieser aufstrebenden Staaten ermutigen, den Kampf gegen bürgerliche und siedlerkoloniale Überbleibsel wieder aufzunehmen und die Avantgarde-Partei in die Pflicht nehmen, die dekolonialen und sozialistischen neudemokratischen Projekte aufrechtzuerhalten, indem sie die kapitalistischen Wegbereiter bekämpft, sobald sie auftauchen und die Errichtung einer bürgerlichen Zentrale verhindert. Sie wird eine Anerkennung der nationalen Gleichheit, eine Brüderlichkeit der Nationen sehen, die in den dekolonialen und sozialistischen neudemokratischen Projekten vereint sind. Einige mögen die Frage stellen, warum diese entstehenden Nationalstaaten neue demokratische und schließlich sozialistische sein müssen. Wäre es nicht einfacher, für bürgerlich-demokratische Revolutionen unter der Führung der Bourgeoisie einzutreten, als für eine neue Demokratie? Die Antwort auf diese Frage liegt in der Gefahr, dass der Neokolonialismus diese jungen Staaten überrumpelt und überwältigt. Die bürgerlich-demokratischen Revolutionen der unterdrückten Nationalitäten ohne neue Demokratie öffnet sich dem Neokolonialismus. Sie sind nur dem Namen nach unabhängig, sind aber völlig abhängig vom neoliberalen System, um sich selbst zu erhalten. Die arbeitenden Massen dieser aufstrebenden Staaten werden nicht befreit und bleiben unter der Herrschaft der internationalen Bourgeoisie, die höchstwahrscheinlich aus demselben siedlerkolonialen System stammt, gegen das sie zuvor gekämpft haben. Auf diese Weise wird das siedlerkoloniale Projekt wiederhergestellt und die Revolution kommt nie. Deshalb muss die entkoloniale Revolution auch in einer proletarischen Revolution fortgesetzt werden. Die Revolution zur Befreiung der unterdrückten Nationalitäten muss mit dem weiteren Ziel der Revolution zur Befreiung des Proletariats stattfinden.
Wenn das neue demokratische Projekt und das Projekt der Entkolonialisierung fortgesetzt werden, bildet dies die Grundlage für die Weiterentwicklung eines umfassenderen sozialistischen Projekts. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist nicht bekannt, wie dies auf die amerikanischen Verhältnisse angewandt aussehen würde. Würden die gesamten Vereinigten Staaten und ihre Territorien befreit werden oder würde diese Befreiung nur partiell sein? Der Horizont der Revolution muss sich erst noch herausbilden und den Weg dorthin erhellen. Und es wäre unausgereift, darüber zu spekulieren, welche Form dieses befreite Nordamerika genau annehmen würde. Aber wir können versuchen, auf der Grundlage früherer historischer Erfahrungen zu spekulieren. Die sozialistischen Revolutionen der Vergangenheit haben ihren Ursprung in nationalen Befreiungsbewegungen, wie zum Beispiel in Laos, Vietnam, Korea und so weiter. Und der Hauptwiderspruch in diesen Bewegungen war die Beseitigung der Bedingungen des Kolonialismus und Imperialismus. Bei der nationalen Bewegung gegen den Siedlerkolonialismus ist es nicht anders, denn diese Bewegungen müssen zunächst das Siedlerkolonialsystem beseitigen, bevor sie eine sozialistische Revolution durchführen können. Dies geschieht in Form einer bürgerlich-demokratischen Revolution neuen Typs, einer neuen demokratischen Revolution, in der die nationale Bourgeoisie dem Proletariat untergeordnet ist und als Mittel zum Zweck genutzt wird, um den Aufbau des Sozialismus zu beginnen. Besteht in den fortgeschrittenen und entwickelten siedlerkolonialen Ländern ein Bedarf an einer neuen Demokratie? Höchstwahrscheinlich ja, denn wenn das Entkolonialisierungsprojekt voranschreitet, wird die Siedlerbourgeoisie höchstwahrscheinlich ihren Besitz zerstören und veräußern, um zu verhindern, dass er in die Hände der Entkolonialisten fällt. Dies würde zumindest eine neue demokratische Periode erforderlich machen, um die Infrastruktur wieder aufzubauen und das Proletariat zu schulen, damit es die Kontrolle über die Produktionsmittel übernimmt. Aufgrund des höheren Entwicklungsstandes in den Vereinigten Staaten müsste eine neue demokratische Periode nicht sehr lange dauern. Es könnte eine relativ kurze Periode der Konsolidierung sein, die mit dem Übergang zu einem proletarischen Staat mit sozialistischer Basis und sozialistischem Überbau einhergeht. Aus dieser Einschätzung lassen sich einige Schlüsse ziehen. Erstens wäre die entstehende Gesellschaft nicht die Vereinigten Staaten, wie wir sie heute verstehen, sondern ein völlig neues Land oder eine Reihe von Ländern, jedes mit einer neuen nationalen Identität, vereint in einem gemeinsamen proletarischen Bewusstsein. Die Vereinigten Staaten, ein Gefängnis der Nationen, würde weggespült und ersetzt werden, so wie das Russische Reich weggespült und die Warlord-Staaten Chinas weggespült wurden. Aus der Asche der Revolution entsteht eine neue Gesellschaft mit neuen Widersprüchen, die es zu überwinden gilt. Ästhetisch gesehen würde dies neue Banner, neue Flaggen, neue Verfassungen und Regierungsformen, neue Wirtschaftsmodelle, neue Rechtsordnung, neue Militärs und neue Namen für Städte und Regionen bedeuten. Deshalb macht es für Kolonisten keinen Sinn, die Fahne der siedlerkolonialistischen USA hochzuhalten. Die Flagge selbst ist ein Symbol des Systems, das wir bekämpfen. Die Chauvinisten und Rechtsopportunisten wollen ein neues Amerika schaffen, die Vereinigten Sozialistischen Staaten von Amerika. Genauso gut hätten sie zu Zeiten Lenins für ein vereinigtes sozialistisches russisches Reich plädieren können. Wenn Marxisten behaupten, Siedlerkolonialismus und nationalen Chauvinismus abzulehnen, was sie auch tun sollten, wenn sie als wahre Marxisten gelten wollen, müssen sie den Amerikanismus ablehnen, der selbst eine Manifestation des siedlerkolonialen Bewusstseins ist, das von Natur aus chauvinistisch ist. Die verwirrten Aufrufe an Marxisten, die Revolution von 1776 als ersten Schritt für eine amerikanische sozialistische Revolution zu unterstützen, ignoriert die Tatsache, dass für eine proletarische Revolution die unterdrückten Nationalitäten innerhalb des amerikanischen Gefängnisses befreit werden müssen. Eine proletarische Revolution in einem siedlerkolonialen Rahmen, ohne diese nationale Befreiung durchzuführen, hieße eine sozialistische Basis innerhalb einer siedlerkolonialen Basis und eines siedlerkolonialen Überbaus zu schaffen. Wie wir bereits erörtert haben, ist die nationale Identität des amerikanischen Volkes ein künstliches und bürgerliches Konstrukt. Aber wir dürfen diese Künstlichkeit nicht dahingehend missverstehen, dass Kommunisten sie nicht dekonstruieren sollten. So künstlich sie auch sein mag, die Unterscheidung zwischen Siedlern und Indigenen, Siedlern und Vertriebenen, Kolonisatoren und Kolonisierten führt zu sehr greifbaren materiellen Bedingungen. Diese Unterscheidungen rechtfertigen eine marxistische Analyse, um die Widersprüche innerhalb dieser Dialektik herauszuarbeiten und einen Plan zu ihrer Überwindung zu entwickeln. Viele Panikmacher und Reaktionäre glauben, dass dieser Widerspruch durch einen Völkermord an den Siedlern und deren Vertreibung überwunden werden könnte. Dabei wird eine einfache Tatsache ignoriert. Der Umsturz des Siedlerkolonialsystems würde die Hierarchie zwischen diesen beiden Bevölkerungsgruppen aufheben. Und aufgrund dieser Aufhebung führt die Auflösung des antagonistischen Widerspruchs zwischen der weißen bzw. Siedlerbevölkerung und der indigenen Bevölkerung zur Erosion und zum Verschwinden der Siedleridentität.
Mit anderen Worten, die Unterscheidungsmerkmale, die Einheit Siebler kennzeichnen, würden verschwinden. Das Weißsein würde verschwinden. Genauso wie der Sturz der Diktatur der Bourgeoisie und die Errichtung der Diktatur des Proletariats durch die wirtschaftliche und kulturelle Revolution zur Beseitigung der Bourgeoisie führt. Dies erfordert nicht die physische Beseitigung, den Völkermord der weißen Bevölkerung, sowie eine proletarische Revolution nicht den Massenmord an der Bourgeoisie erfordert. Das dekoloniale Projekt und das sozialistische Projekt. Wir organisieren die weiße bzw. siedlerische Bevölkerung und die Bourgeoisie in eine neue Gesellschaft, die ihre unterscheidenden Merkmale beseitigt hat. Durch die Abschaffung des Siedlerkolonialismus und des Kapitalismus werden sie als Identität und als Klasse eliminiert. Dies geschieht jedoch nicht sofort, sondern erfordert eine Kulturrevolution, um diese Konzepte in der entstehenden Gesellschaft vollständig zu beseitigen. Um die Panikmacher zu beruhigen, die weiße Bevölkerung wird am Leben bleiben. Es ist die weiße Vorherrschaft, die sterben wird. Und mit ihr das Konzept des Weißseins, wie wir es verstehen, also das Weißsein als Produkt des Rassismus. Die Bourgeoisie wird aufhören, die Bourgeoisie zu sein. Es ist der Kapitalismus, der sterben wird. Das soll nicht heißen, dass das dekoloniale Projekt oder die neue demokratische Revolution friedlich verlaufen wird. Das wäre natürlich eine naive Annahme. Alle Revolutionen sind gewaltsam, aber die Unterstellung, dass es sich um Völkermordkampagnen handelt, ist falsch. Aus offensichtlichen Gründen können wir diese Implikationen nicht weiter untersuchen. Aber die wichtige Lektion, die wir lernen müssen, ist, dass das dekoloniale Projekt keinen weißen Völkermord erfordert, wie es die Rassenalarmisten behaupten. Es ist dieser Irrglaube, der das weiße Proletariat in die Hände der Reaktionäre und Konterrevolutionäre treibt. Um eine Massenlinie aufzubauen, muss die Avantgarde diesem Narrativ entschieden entgegentreten, um die revolutionären Massen des weißen Proletariats für sich zu gewinnen.